ich will jetzt dazu keine Zahl mal nennen, dann sind das Verhalten der Täter war empörend, abstoßend und ist nicht hinnehmbar. Und diese Bewertung bleibt gleich, egal welcher Nationalität die Täter sind. So ein Jahr, wo wir einen negativen Wanderungssaldo hatten. Man kann jetzt nicht aus den Hinweisen, dass es vielleicht nordafrikanisch aussehende Menschen gewesen sind, einen Generalverdacht gegenüber Flüchtlingen aussprechen und umgekehrt aber auch die Debatte, ob es Flüchtlinge sind, nicht tabuisieren. So. Kühlers, mein Name, ich schreibe Rüriert, Herr Minister, zurück. Wer jedenfalls schwere Straftaten begeht, in welchem Status er sich auch immer befindet, da muss damit rechnen, aus Deutschland abgeschoben zu werden. Was den Besuch angeht, ich hielte und halte den Besuch für vollständig. Konkret aus der Türkei und darüber hinaus der Besuch. Wenn wir die höchsten Flüchtlingszahlen in der Welt haben seit dem Zweiten Weltkrieg, dann wird das Auswirkungen auf Deutschland haben. Wir halten nur, wie Sie wissen, das Ausmaß der Flüchtlinge und Asylbewerber, die nach Deutschland gekommen sind, für zu hoch und arbeiten daran, dass sich das 2016 in dieser Höhe nicht wiederholt. Parteien sehr hart kritisiert worden. Waren die berechtigt? Also es gibt erste Entwürfe für Abgeordnete.